Ja, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man zum Beispiel Buttons oder also Buttons für die Homepage oder Logos in Word erstellen kann. Das Ganze zeige ich hier an dem Beispiel des YouTube Abonnieren Buttons und wir legen einfach mal los. Als erstes stelle ich die Seitenausrichtung um und zwar in das Querformat, dann habe ich hier mehr Platz. Und wir fangen an mit dem Rahmen. Dazu bediene ich mich hier der Formen und ich nehme das abgerundete Rechteck und ziehe mir das einfach mal hier in die Breite. Wenn ich hier reinklicke, erscheint hier unter den Zeichentools der Bereich Format und hier kann ich dann zum Beispiel die Hintergrundfarbe in Rot einstellen. Auch den Seitenrand kann ich hier einstellen. Ich möchte in meinem Fall keinen Rand haben. Deswegen klicke ich einfach auf keinen Rahmen. So. Ich möchte dann noch einen Farbverlauf einfügen. Und dazu klicke ich mal hier mit der rechten Maustaste auf dieses Rechteck und dann auf Form formatieren. Und dann erscheint hier unser Form formatieren Menü und unter Füllung kann ich mich hier mit der Farbfüllung befassen. Und zwar möchte ich einen sogenannten Farbverlauf. Das heißt, ich kann hier mit diesem Farbverlaufstops kann ich hier diesen Verlauf selbst bestimmen. In meinem Fall soll das ein simpler Verlauf sein, also brauche ich nur zwei der Pfeile. Und wenn ich hier in einen der Pfeile reinklicke, kann ich dann jeweils die Farbe einstellen. So. Und das hier möchte ich noch etwas dunkler haben. Deswegen gehe ich auf weitere Farben und definiere das Ganze entsprechend dunkler. Dann kann ich hier bestimmen, wann dieser Farbverlauf beginnt. Und so gefällt mir das, glaube ich, ganz gut. Jetzt füge ich den Text ein und zwar unter Einfügen, Textfeld, also das Wort abonnieren. Ich schreibe das mal in groß hier rein, abonnieren. Und platziere mir das schon mal grob. So. Als Schriftart nehme ich hier Arial Narrow, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Oder nehmen wir mal Arial, mal schauen. Und dann mal in Größe 70, ist ein bisschen zu groß. Die Seitenränder könnte ich hier noch entfernen. Und das findet man unter, Moment hier, unter Textoptionen, Layout und Eigenschaften. Und hier kann ich die Seitenränder einstellen, also quasi der Abstand zwischen der Linie und den Buchstaben sozusagen. Das Ganze stelle ich überall auf 0. Und die Ausrichtung möchte ich mittig haben, deswegen bin ich ganz mittig, aber ich glaube, das ist ganz okay so. So, das Ganze möchte ich noch in Fettschrift haben. Und ohne Hintergrund. Das heißt, ich klicke da wieder rein, dann auf Format. Keine Füllung. Und auch keinen Rahmen. Damit eben nur dieses Wort hier angezeigt wird. Genau so. Und die Schrift möchte ich noch in weiß haben. So, wenn ich jetzt hier einmal das Textfeld markiere und dann auf der Tastatur die Steuerung-Taste halte, dann erscheint hier, wenn ich hier über das Rechte gehe, so ein Plus neben dem Pfeil. Und damit kann ich halt meine verschiedenen Sachen zusammen gleichzeitig markieren. Und wenn ich jetzt hier einmal mit der rechten Maustaste draufklicke, kann ich das Ganze gruppieren. Das heißt, es wird quasi zu einem Objekt. Man kann zwar die Objekte immer noch verschieben, aber wenn ich reinklicke, habe ich zunächst einmal ein Objekt. Das hat den Vorteil, wenn ich hier etwas rumschieben möchte, dass ich nicht jedes einzelne Teil, was sich hier befindet, dann
ja eben separat rumschieben müsste. Und ich kann hier auch Veränderungen vornehmen. So. Ich glaube, das ist okay. Jetzt fügen wir noch den, ja, dieses Play-Logo sozusagen ein. Dazu bediene ich mich wieder mit dem Rechteck, mit den abgerundeten Ecken. Hier mache ich wieder, nee, hier mache ich eine weiße Füllung. Und einen Rahmen möchte ich hier ebenfalls nicht haben. Das Ganze schiebe ich hier ein bisschen an die Seite. Das gefällt mir ganz gut. Also hier bei den Rändern und so achte ich jetzt nicht auf den Zentimeter genau, ob da genau die gleichen Abstände sind. Ich glaube, da reicht mir einfach das Augenmaß. Und jetzt füge ich noch quasi den Play-Button ein. Dazu nehme ich hier einfach so ein Dreieck. Und das Ganze drehe ich einmal um 90 Grad nach rechts. Und hier wieder Fülleffekt rot und keine Kontur. Und das Ganze platziere ich mir hier in mein Rechteck. So. Ich glaube, die Gruppierung deaktiviere ich erstmal doch. Das kann ich so machen, damit ich hier besser. Okay, das verschiebt sich dann doch mit. Na gut. So. Jetzt habe ich hier ein. Wieso ist das denn jetzt so? So. Ja, auch hier möchte ich natürlich so einen Verlauf haben, weil das sonst hier etwas ungewohnt aussieht. Und da klicke ich einfach rein, hier mein Format, Formatiermenü. Das findet man, wie gesagt, wenn man Rechtsklick klickt und dann Form formatieren, dann erscheint hier dieses seitliche Menü. Und unter diesem Farbeimer können wir hier den sogenannten Farbverlauf einstellen. Jetzt hat er hier das hier direkt übernommen von dem, was ich gerade hier eingestellt habe. Und hier muss ich aber noch den Winkel ändern. Das wäre dann, glaube ich, ein Winkel von 0, also von unten nach oben. Und jetzt haben wir hier auch schon so einen Verlauf, damit das so ein bisschen mehr mit dem übereinstimmt, kann man hier noch das Ganze nach rechts verschieben, damit hier der Farbverlauf ungefähr parallel liegt, weil er sonst eben so wäre, zum Beispiel viel zu hoch. So. Das mache ich auch einfach nach Augenmaß. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, das Logo ist jetzt im Grunde auch schon fertig. Wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel in Paint einfügen will, markiere ich einmal alle Elemente. Das sind meine vier Elemente. Rechtsklick und dann gruppieren. Jetzt habe ich das in ja quasi alles eben zusammengefügt. Ich habe jetzt hier ein zusammengefügtes Objekt. Und wenn ich nochmal da rechtsklick draufklicke, kann ich auf Kopieren klicken. Und jetzt kann ich einmal Paint öffnen. Und unter Einfügen habe ich ganz schnell und einfach hier mein Logo integriert. So, jetzt weiß ich gar nicht, muss ich das noch größer machen? Nö. Genau, jetzt habe ich hier mein Logo erstellt. Und so einfach kann man eben Logos oder Buttons mit Word erstellen. Wenn man hier den Hintergrund durchsichtig haben will, das heißt, wenn ich zum Beispiel diesen Button auf meine Homepage einfüge und das durchsichtig haben will, dann brauche ich dazu zum Beispiel Photoshop. Das Ganze zeige ich mal jetzt, wie das geht. Es geht vielleicht auch mit anderen Programmen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mit Paint wohl leider nicht geht.
Ich gucke mal, ob ich hier. So. Ich speichere erstmal. Erstmal speichere ich mir hier mein Logo. Ich habe hier schon ein paar Probelogos gemacht. Ich nenne das mal jetzt 3. Und das Ganze speichere ich eben als PNG oder ich könnte es ja auch zunächst als 24-Bit-Map, also BMP, speichern. Hat den Vorteil, dass hier wenige Informationen, also kaum keine Informationen des Bildes verloren gehen, weil das Bild dann nicht komprimiert wird. Und mit Photoshop kann ich jetzt mein Logo öffnen. Und wenn hier dieses Schloss ist, wie bei mir jetzt, dann muss ich einmal die Ebene duplizieren. So, habe ich das dupliziert? Ja. Falls hier zwei Ebenen sind, eine dann einfach löschen. Mein Schloss ist jetzt weg. Und nun gibt es hier, wenn ich rechtsklick auf den Radiergummi hier gehe, klicke, erscheint hier das Radiergummi, Werkzeugmenü und hier wähle ich magischer Radiergummi aus. Das hat eben hier den Vorteil, dass ich mit einem Klick die ganze weiße Fläche hier markieren kann. Jetzt habe ich hier noch ein Problem. Ich habe hier zu dünne Ränder gesetzt, deswegen kommt er hier nicht ran. Ich mache einmal nochmal das Ganze rückgängig und muss mir hier meine Ränder etwas vergrößern. Das mache ich hier mit dem Zuschneiden-Tool und mache hier einfach einen etwas größeren Seitenrand. So, und jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Wie man sieht, ist der neue Seitenrand sogar auch schon so durchsichtig. Ja, und jetzt habe ich hier das, was man hier eben in diesem Karo-Muster sieht. Das ist tatsächlich durchsichtig. Und ich kann mir das Bild jetzt speichern. Und zwar muss ich das Ganze entweder als PNG speichern, also als PNG-Datei, oder als GIF-Datei. GIF sehe ich hier gerade. Ach, da ist GIF, genau. Ich würde PNG empfehlen. Das ist auch gut für Homepage und so weiter. Das sind eben die einzigen Formate, die mir jetzt bekannt sind, bei denen man eben so einen transparenten Hintergrund einrichten kann. Bei JPEG oder bei BMP geht das eben leider nicht. Und um zu demonstrieren, dass das Ganze durchsichtig ist, füge ich das jetzt einmal hier ein. So, und jetzt öffne ich mein Bild, was ich eben mit Paint erstellt habe. Moment. Einfügen muss ich ja gehen. Bilder. So, da ist das Nummer 4. Und das Ganze muss ich natürlich in den Vordergrund schieben vor den Text. So, und jetzt sehen wir, dass eben der Rand hier durchsichtig ist. Jetzt habe ich hier noch einen kleinen weißen Rand. Das war eben der Fehler noch von gerade, als ich das hier so eingefügt habe. Also man sollte es eigentlich dann. Man sollte hier auch in Paint bereits schon so einen Rand lassen. Ich zeige das nochmal, wie man es eigentlich machen sollte. So, ich kopiere mir nochmal mein Logo. Paint öffnen. Einfügen. Ja, rückgängig, Moment. Hier ein bisschen mehr Platz schaffen. Einfügen. Und das Ganze ungefähr so platzieren, dass ich hier ausreichend weißen Rand habe. Und dann gibt es auch eben nicht das Problem mit dem Radiergummi in Photoshop. Und dadurch hätte ich eben nicht diesen weißen Rand, den man hier noch so sieht. Das wird dadurch vermieden. Das Ganze, das transparent zu machen, funktioniert natürlich nicht nur mit Weiß, sondern auch mit anderen Farben. Schwierig kann es werden bei solchen Farbverläufen hier. Das kann ich nochmal testen, ob das dann funktioniert. Ja, genau, da sieht man es eben. Da könnte es eben Probleme geben. Aber grundsätzlich, wenn das so eine sehr einheitliche Farbe ist, relativ einheitlich, dann gibt es auch keine Probleme mit diesem Radiergummi-Tool. Ja, das war's zum Thema Logos und Buttons in Word erstellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über euer Abo freuen. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Ich helfe gerne weiter. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal.